Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und willkommen zurück zu Sims 4, die 100 Baby Challenge in der Folge 43. Ja, also wenn der Ton heute wieder nicht hinhaut, so wie ich das will, ich habe es jetzt nochmal probiert mit OBS. Beides gleichzeitig aufzunehmen. Stopp, jetzt reicht's. Irgendwo muss das doch sein. Irgendwo muss das doch sein. Nee, das. Autospeichern, Beziehungseinstellung, Dauer, Altersfestlegen, Geldeinstellung, Spieleinstellung. Auf die Zone pausieren, Liste der ignorierten Fähigkeiten, maximal Buchstabe im Namaximal, also. Motivabfall, negative Liste, Fähigkeiten, positiv. Spielgeschwindigkeit, wo ist das? Ich hasse das. Wo ist das? Ich will das nicht mehr. Das Element. Das gab's irgendwo. Ich weiß das ganz genau. Verdammte Axt, ey. Hier drinnen vielleicht? Nee. Mann, mich nervt das so immens, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nee. Ich muss das mal rausgoogeln, wo es das ist. Mir geht das so tierisch auf den Sack. So, wie gesagt, also ich habe heute mal probiert, das wieder zusammen aufzunehmen, in der Hoffnung, dass es auch wirklich funktioniert, dass ich Ton aufnehmen kann und also alles gleichzeitig über eine Datei laufen lassen kann. Fräulein, was machst denn du jetzt? Du sollst das Monster hier einsprühen. Monster unter dem Bett einsprühen. Los jetzt! Es ist schön, dass du wieder schwanger bist. Ach ja! Stopp! Die war schwanger. Die war ja wieder... Von wem wurden die schwanger geworden? Von dem, ne? Von Nox. Das muss ich doch notieren. Mensch. Nicht, dass ich mit den Männern hier noch durcheinander komme. Mann. So, Moment. Also, ich denke mal, das wird auch das 7. und 8. Kind werden. Aber wir schreiben mal über 7 hin. Von wie heißt er? Nox Greenbook. Nox Greenbook. Burg. Langer Name. So, mal sehen. Was ist diesmal für Kinder werden? Vielleicht haben wir mal Glück und es sind mal zwei Jungs oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es könnte aber bloß ein Kind werden. Ja, nicht wie das jetzt so richtig, ja. Ich hab's zwar ausgeschalten. Oh man, weiß es ja manchmal nicht, ne? Gehst jetzt nicht in die Wanne, du gehst jetzt maximal... Ja, maximal aufs Klo. Die kann wieder ins Bett gehen, aber die muss erstmal pipi. Du machst dir jetzt auch keinen Kaffee, du... Bist ja wach. Na gut, pass auf. Wir können jetzt erstmal hier aufräumen. Und dann tun wir mal Frühstück servieren schon mal für die Kinders. So, das kannst du machen.
Ja, und du, weil du gerade nichts zu tun hast, tust du das mal oberflächlich reinigen. Da hast du jetzt wenigstens was zu tun. Wie sieht's denn aus mit Hausaufgaben? Haben wir gemacht. Sehr schön. Was haben wir heute Donnerstag? Kinder müssen in die Schule. Außer es liegt zu viel Schnee draußen, dann nicht so. Duschen gehen. Was war das? Weiß nicht. Achso, diesen dämlichen Tannenbaum kann ich jetzt wegräumen. Bei uns ist übrigens auch bald Weihnachten. Also ich nehme ja im Voraus auf, das wisst ihr ja. Aber es ist auch so bald Weihnachten, wenn ich jetzt mal gucke. Wir sind jetzt in Folge 43, die kommt am 22. Dezember. Verzeihung. Das heißt, auch bei uns gibt es bald Geschenke. So, warte, jetzt. Und kannst du mal einen Müll. Ja, genau, das wollte ich dir gerade sagen. Das könntest du mal machen. Wir haben gar keinen Fernseher. Interessiert sich irgendjemand dafür so akribisch? Nö. Also ist es nicht so schlimm, wenn es ausfällt. Das ist gut. Mit Michelle Blauben? Achso, die kommt jetzt zu dir. Schon klar. Hast du deine Hausaufgaben gemacht, junger Mann? Ja. Ach so, hier, warte mal. Du kriegst noch dein komisches Ding hier mit ins Inventar. Ja. Die zwei sollten dann auch bald aufstehen eigentlich. Also es fällt natürlich die Schule aus, weil wegen Schulfrei hier so viel Schnee. Das könnte gut möglich, obwohl eigentlich so viel Schnee liegt. Gar nicht. So, stopp. Du gehst aufs Klo. Du könntest dir erst noch Frühstück nehmen. Ein Gericht nehmen. So. Genau. Drei Kreuze, wenn die Woche wieder vorbei ist, wir wieder Geld kriegen und das Bad vergrößern können. Ich sag's euch. Dieses ewige Rumgemähre, dass die... Boah. Ja, doch, die müssen dann gleich in die Schule. Gut. Aber die sind noch müde. Die wollen noch nicht aufstehen. So, dann könntest du mal kurz... Nee, das machst du nicht. Du tust dann auch frühstücken. Und du tust dann hier verwenden. Und dann kannst du gleich aufwischen und gleich oberflächlich reinigen. Sarah ist aufgestanden. Dann kann sie sich was zum Frühstücken holen. Was ist denn jetzt passiert? Oh! Mutti, da weißt du, was du zu tun hast. Wir werden da gleich mal... Wartet mal. Wir werden gleich mal einen besseren Staubsauger kaufen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der drin ist. Deswegen machen wir das so. Packs. Setz. Ah. Jetzt kaufen wir nämlich gleich mal den teuren Staubsauger. Stellen ihn hier hin. Und dann kann Mutti, dir geht's ja gut, da kannst du hier gleich mal, Umgebungsstaubsaugen. So, los geht's. Was willst denn du jetzt? Nein, du plauderst jetzt... Muss das sein? Danke. Jetzt ist das Haus wirklich schmutzig. Jetzt müssen wir aufräumen. Jetzt ist vorbei. Jetzt nur putzen.
Du stehst auch auf, das ist schön. Dann kann sie dir noch ein Gericht nehmen, Fräulein. Nee, kannst du nicht, du musst in die Schule. Hahaha. Warum zieht ihr eigentlich keine Winterklamotten an? Es ist kalt draußen. Ja, das geht mir weg. Die zwei schlafen noch? Ja, tief und fest. Die muss ich absaugen. Los geht's jetzt. Nein, noch nicht mit dem. Natürlich das alte Gericht. Ja, doch. Ich nehme den gleich weg. Ja. Ganz schnell. Bevor man dann wieder auf dumme Gedanken kommt. Weg. Fort. So. Ja, dir ist schlecht, das ist mir aber egal. Du tust jetzt Staubsaugen. Nein, du musst Ordnung machen. Mache. Wenn man das die ganze Zeit schleifen lässt, dann muss man das mit einmal machen. Ist mir egal. Keine Scheiße, endlich sind die Wollmäuse weg. Ich gehe kaputt. Also lag's am Staubsauger. So, was möchtest du denn? Eklige Sanitäranlagen. Kannst du das noch wegsaugen? Ja. Wurde Rechtschreibhilfe. Die Schule veranstaltet einen Rechtschreibwettbewerb und Lisa hat es in die letzte Runde geschafft. Doch dieses Mal hat sie das Wort, das sie buchstabieren soll, noch nie gehört. Lisa sieht sich im Klassenzimmer um und erblickt, wie die Streberin der Klasse einen Zettel mit einem Wort hochhält. Soll sie die Hilfe annehmen oder einfach raten? Das Beste geben. Geht weiter. Seltsame Wissenschaft. Das Wissenschaftsexperiment von Michelle ist im Labor explodiert und es ist ein riesiges Chaos entstanden. Außerdem sind die anderen Schüler total verängstigt. Wir glauben, dass sie das extra gemacht hat. Eine schulische Strafe scheint mir angemessen. Es ist doch nichts passiert. Eine Entschuldigung bei den Schülern ist angebracht. Würde ich jetzt mal sagen. Ist aber auch noch eine Wollmaus. Hallo, Nala, wir brauchen einen bla 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 bla. Dinner benötigt Filmmaterial, Kochen hochgelöst. Ja, und nochmal Staubsaugen. Und dann tust du Videobestand. Haben wir nämlich nicht. Effekte. Hallo? Die macht mich so wahnsinnig, die Frau.
So. Jo. Trink mal einen Schluck Kaffee. Ah, Schule schon wieder aus, ey. Oh, furchtbar. Das Kind schon wieder daheim. Lag das am Staubsauger. Vektor wurde erfolgreich schon zugefügt. Lesen. Ah, sehr schön. Gibt's Menschen Geld. So, warte. Übergänge noch hinzufügen. Das ist hier diese Wollmaus. Staubsaugen. Fort. Post holen. Ja, Mädels, es ist schon gleich Mittagessen. Und die grunzen immer noch. Will ich gar nicht. So, dann machen wir fix hier jetzt. Oh, was ist denn los? Oh. Tut mir sorry. So, mit der Mischung wirkt das vielleicht viel professioneller. Sehr schön. Und dann kannst du das doch dann gleich erstmal dann hier. So, Post aus dem Briefkasten geholt. Was ist das, der Brief? Können wir Freunde sein? Nee, können wir jetzt nicht. Nein, mach's weg! Mach das hier weg. Dann tust du das hier. Und dann tust du. Woran? Hallo, du sollst das essen? Moment. Moment. Öffnen. Proben. Meine Güte. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann malst du dein Bild fertig. Oh, guck mal, da ist jemand aufgestanden. Und hat natürlich in die Windeln gepinkelt. So, das heißt, du tust dann nicht malen. Und Bad bitten. Ja, das darfst du. Los. Kannst du jetzt los? Ja. Wash and I.
dir bitte? Jeep, Papa? Ah, cool, Jeep.